Hier hinter uns kann man auch sogar ins Wasser gehen. Ich stelle mir das richtig schön vor im Sommer. Aber wir haben gerade echt Glück, wir sind fast alleine hier. Ich würde jetzt lieben gerne da reinspringen. Richtig schönes blaues Wasser, keine einzige Welle. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I wanna let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von Flying Anka. Wir sind wieder unterwegs und wir nehmen euch mit. Es ist gerade Ostern, wir verbringen 4 Tage in Apulien, dem Hacken quasi von Italien, unten in der Region von Apulien. Euch erwarten 4 schöne Vlogs, wir nehmen euch mit und zeigen euch die ganze Küste. Dies ist unsere allererste Reise zu dritt, denn wir erwarten Nachwuchs und wir freuen uns total drauf und wir nehmen euch mit uns auf unseren allerersten Babymoon. Diesen Urlaub machen wir einen Roadtrip. Ich blende euch mal kurz die Karte ein, was für Orte wir alles abklappern. Wir sind jetzt gerade in Bari gelandet und fahren jetzt erstmal mit unserem Leihwagen runter Richtung Lecce. Und dort fängt quasi unsere Route an und ich würde sagen, auf geht's, wir nehmen euch mit die nächsten 4 Tage, freut euch drauf. Wenn ihr keinen Vlog mehr verpassen wollt und mehr von Italien sehen wollt, jetzt auf jeden Fall abonnieren und so wisst ihr Bescheid, wann die nächsten Vlogs online kommen. Und ich würde sagen, es geht jetzt mal los mit unserem Leihwagen. So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Lecce. Vom Flughafen von Bari fährt man ungefähr 1,5 Stunden. Und unser Plan ist erstmal im Hotel uns frisch zu machen, wir sind schon ziemlich lange unterwegs heute. Genau, wir wollen uns einmal frisch machen und dann wollen wir ein bisschen die Innenstadt von Lecce erkunden und heute Abend auch richtig schön abrissen. So, wir sind gerade in Lecce angekommen, haben erstmal den Check-in im Hotel gemacht, haben unsere Sachen da gelassen und gehen jetzt mal hier eine kleine Runde drehen durch die Innenstadt von Lecce. Das Gute ist, wir sind nur 15 Minuten von der Innenstadt entfernt. Und da man ja in den meisten italienischen oder vielen italienischen Städten nicht in der Stadt parken kann, gehen wir jetzt die 15 Minuten zu Fuß und erkunden ein bisschen die Innenstadt. So, jetzt gehen wir mal in die Altstadt, mal gucken, was uns erwartet. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. So, unser erster Stopp hier in Lecce ist erstmal der Piazza del Duomo, also der Domplatz quasi. Und uns ist aufgefallen, dass alles hier in Lecce in den Sandfarbtönen ist. Und es ist wirklich eine fast reine Fußgängerzone. Also am besten außerhalb mit dem Auto parken und dann hier das Ganze zu Fuß entdecken. Also ich muss sagen, wir haben auf unseren letzten Trips irgendwie echt immer viel Glück, denn hier ist fast nichts los. Und wir sind hier in einer richtig schönen Region in Italien, aber kaum Touristen. Wir haben mal wieder die Stadt ganz für uns. Wir sind ja jetzt spät angekommen. Es ist jetzt, glaube ich, 19 Uhr. Es ist nicht so viel los. Aber die Stadt gefällt mir, weil es eine sehr helle Stadt ist. Es ist wirklich nicht viel los, obwohl Ostern ist. Bestimmt, wenn ihr hier mal im Sommer herkommt, ist bestimmt alles voll, wie überall in Italien, weil es natürlich ein sehr schönes Land ist, was sehr viel zu bieten hat. Aber jetzt gerade ist alles ziemlich gechillt hier. Wir sind, ich glaube wirklich, dass nicht so viele Touristen hier sind. Nee, sieht gar nicht so aus. Und wir gehen jetzt hier ein bisschen durch die Stadt, wir bummeln ein bisschen rum und wenn wir gleich ein schönes Restaurant finden, werden wir uns auch hinsetzen und bestimmt unsere erste Pizza in Italien essen. Mal sehen, wie es wird. So, wir haben jetzt ein schönes Restaurant gefunden, haben unsere ersten 2 Pizzen bestellt. Wir werden jetzt den Abend schön ausklingen lassen und morgen geht's weiter. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Lecce. Wir sind eben aufgestanden, haben erstmal schön gefrühstückt, um Energie zu tanken. Und jetzt geht's los. Wir sind mit dem Auto etwas näher zur Innenstadt gefahren und wollen jetzt hier einmal eine Runde der Innenstadt drehen. Wir sind jetzt hier gerade im Jardin Pubblico, also im öffentlichen Park. Und wollen uns jetzt ein bisschen die Innenstadt nochmal angucken, auch bei Tageslicht, nicht wie gestern Abend bei Nacht. Da haben wir schon mal die erste Runde gedreht und können uns so einigermaßen gut orientieren. Und wir wollen gleich auch zum Hauptplatz gehen, da ist nämlich auch ein riesengroßes Amphitheater, das zeigen wir euch gleich noch. Und nachdem wir dann nochmal die ganze Stadt bei Tageslicht hier erkundet haben, geht es für uns weiter nach Grotta della Poesia, ein Spot direkt am Strand, den ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Es ist ein wirklich ganz kleiner Stadtpark,
Man kann wirklich von einer Ecke zur anderen Ecke innerhalb von 5 Minuten zu Fuß gehen. Aber es ist ein schöner Spot, um sich hier ein bisschen hinzusetzen, ein bisschen zu chillen und einfach die Zeit zu genießen, weil gerade scheint auch schön die Sonne, das Wetter ist super toll. Langsam wird es auch ziemlich warm. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Jetzt werden wir uns nochmal die Innenstadt angucken. Wir sind jetzt hier direkt in der Innenstadt und zwar befindet sich hinter uns das Amphitheater hier von Lecce. Und das sind so quasi hier auf der einen Seite Ruinen, auf der anderen Seite sieht man das direkt das Amphitheater. Und wir wissen nicht, ob man runtergehen kann, müssen wir uns nochmal informieren. Aber wir haben auch genauso ein Amphitheater bei uns in Cartagena, ist direkt bei uns um die Ecke. Aber es ist richtig schön, hier mal herzukommen. Also hinter uns ist das Amphitheater. Wenn wir jetzt diese Straße runtergehen, kommen wir Richtung Basilica di Santa Croce. Und das Coole ist, also wir waren hier gestern Abend und wenn ihr da runtergeht, habt ihr eine richtig schöne Straße. Abends ist hier richtig viel Ambiente, schöne Bars, Restaurants. Kann man euch absolut nur empfehlen, kleiner Geheimtipp für euch. Also das ist hier die Gasse. Wir meinen, hier ist richtig schönes Ambiente Abend. Wenn ihr hier mal herkommt, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Kommt mal mit. Wenn ihr hier in die Kirchen rein möchtet oder generell irgendwas sehen müsst, müsst ihr einfach nur Eintritt zahlen und könnt auch reingehen. In den Dom geht es zum Beispiel auch. Und direkt hier gegenüber von der Kirche ist auch so ein Tourist-Infopoint und da könnt ihr auch so Guided Tours buchen, also so geführte Touren buchen durch die Stadt. Nochmal ein kurzer Tipp. Wir haben gerade eine schöne Überraschung erlebt. Wir haben hier in der Nähe vom Zentrum in so einem Parkhaus geparkt. Das heißt Parque Joe, wie so Park J-O-O. Und ich wollte gerade bezahlen und irgendwie war es umsonst. Ich habe auch gefragt, weil ich habe meine Karte gescannt und da stand irgendwie, sie haben bis zu 14 Minuten, um zu fahren. Und irgendwie konnte ich nicht bezahlen. Habe ich den Mann nochmal gefragt, ob das auch so stimmt. Und er so, ja, Parking gratuito. Ich so, ja, okay, dann Dankeschön, viel Spaß. So, ein kleines Fazit von uns bezüglich Lecce. Also für uns ist eine Stadt, wo man perfekt so einen Tag verbringen kann, aber nicht mehr, also keine 2 Tage. Außer wenn ihr zum Beispiel gerne in Kirchen reingeht oder in die Museen, dann vielleicht schon. Für uns ist das immer eine schöne Stadt, um einen Spaziergang zu machen und abends schön essen zu gehen. Dafür auf jeden Fall. Und mal noch ein leckeres Eis und Crepes zu essen. Und das Gute ist, man kann es halt perfekt verbinden mit Grotta della Poesia und da fahren wir jetzt hin. So, wir sind jetzt angekommen hier an Grotta della Poesia. Es ist ungefähr eine halbe Stunde Fahrt von Lecce, vom Zentrum aus. Wir sind hier direkt am Wasser, es ist ein richtig schöner Spot. Und man zahlt hier am Eintritt einmal 3 Euro pro Person. Und etwas weiter hinter uns quasi, da vorne ist ein Hotel und da könnt ihr parken und so habt ihr auch keine Probleme, dass ihr irgendwie einen Strafzettel bekommt oder so. Einfach da parken, das Auto stehen lassen und das Ticket bezahlen. Direkt hier hinter mir seht ihr die Madonna de Rocca Vecchia und das ist auch hier an der Grotta della Poesia. Ich muss sagen, es ist ein sehr schöner Ort. Der Vorteil, wenn man im Sommer hierher kommt, man kann bestimmt hier auch schön schwimmen gehen. Also man darf hier schwimmen gehen. Wir zeigen euch jetzt auch nochmal die Grotta della Poesia von der Nähe. Der Nachteil ist bestimmt, dass hier bestimmt alles voller Touristen ist. Wir haben heute Glück, heute ist fast niemand da, also wir haben fast alles für uns. Da unten sind bestimmt 10 Leute oder so, das ist nichts. Es ist halt ein bisschen kühl, die Sonne scheint zwar, es ist schön warm, aber es ist nicht warm genug, um zu schwimmen. Sonst würde ich da sofort reinspringen. Aber wir fahren auch gleich weiter und deswegen ist es aber auch so schon genug, einfach mal hier eine kleine Runde zu drehen. Der Weg hier runter ist gar nicht so einfach, meine Güte. Aber der Ausblick, der lohnt sich. So,
So, wir sind jetzt hier am Hauptspot hier von Grotta della Poesia. Hier hinter uns kann man auch sogar ins Wasser gehen. Ich stelle mir das richtig schön vor im Sommer. Aber wir haben gerade echt Glück, wir sind fast alleine hier. Also es lohnt sich gerade echt hierher zu kommen. Wir haben wunderschönes Wetter und genießen gerade einfach nur die Aussicht. Ich gehe jetzt mal da runter und ich zeige euch das mal von der Nähe. Auf jeden Fall hier aufpassen, es ist eine sehr schmale Treppe und wenn man hier runterfällt, dann kann man sich hier ziemlich wehtun, weil da unten sind Steine. Also bitte aufpassen und immer schön langsam runtergehen. Und ihr müsst ja auch aufpassen, wenn ihr hier auf diese Steine drauf tretet, da ist so Moos drauf. Alle Steine, die grün sind, also praktisch alle Steine, sind sehr rutschig und man kann ja sehr schön ins Wasser reinfallen. Zum Beispiel, ich habe jetzt weiße Schuhe an und ich möchte nicht reinfallen, deswegen muss ich wirklich aufpassen, wo ich drauf trete. Aber ich gehe jetzt mal nach da hinten, gehe mal die Grotte rein und dann zeige ich euch das alles mal ein bisschen mehr von der Nähe. Richtig schönes blaues Wasser, keine einzige Welle. Also man könnte von hier jetzt so da reinspringen. Es ist auch niemand hier. Es ist gerade ein privater Jacuzzi für mich bzw. für uns. Anka ist da oben auch am Chillen. Sie tankt ein bisschen Sonne. Aber wenn ihr hierher kommt, wenn es vielleicht ein bisschen wärmer ist im Juni oder so, kann man hier bestimmt richtig gut schwimmen. Das ist echt ein traumhaft toller Ort. Das hier ist der Eingang von der Grotta della Poesia. Also hier läuft das Wasser vom Meer in diese Grotte rein. Und es ist ein absolutes, mega natürliches Spektakel. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, immer genug Wasser dabei zu haben, weil jetzt gerade brennt schon ziemlich die Sonne. Ich schwitze sogar ein bisschen und hier gibt es nichts zu kaufen in der Nähe. Also wir haben keinen Supermarkt gesehen, da vorne ist ein Hotel, das ist aber zu. Zum Glück haben wir Wasser dabei und dann geht's weiter. Da wir ziemlich gut in der Zeit liegen und es mal gerade mittags halb eins ist, haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, erstmal weiterzufahren nach Brindisi. Das ist wieder ein bisschen weiter nördlich. Wir fahren ungefähr eine Stunde von Grotta della Poesia, gucken uns den Ort an, gehen vielleicht noch einen schönen Kaffee trinken und von da aus fahren wir nachher weiter Richtung Ostuni. Und da werden wir auch heute schlafen und dann entweder heute Nachmittag oder morgen Vormittag uns Ostuni angucken, je nachdem, wie so der Tag verläuft. Hallöchen nochmal. Also wie ihr wisst, in einigen Großstädten hier in Italien kann man mit dem Auto nicht reinfahren, also nicht in die Innenstadt. Hier in Brindisi kann man reinfahren, nur wir raten euch, wenn man, bevor ihr reinfährt, sucht auf Google Parkplätze. Weil es gibt hier viele Parkplätze, die heißen zum Beispiel so Zona Rossa oder Zona Blu. Da kann man, glaube ich, nicht so gut parken. Das verstehe ich noch nicht ganz genau. Aber dann gibt es noch andere Zonen, wo man halt mit so einem Parkmeter, wie heißt das, Parkieren? So ein Parkticket, so ein Parkticket einfach bezahlen kann. Zahlt mal 1-2 Euro und dann kann man es doch schön angucken. Ja, und die gibt es hier direkt im Zentrum und von da kann man einmal komplett hier durch die Stadt laufen. Das geht eigentlich dann ziemlich einfach. Also wir haben auch Glück gehabt. Es war auch direkt ein Platz frei. Aber ich muss sagen, die Stadt ist schon ziemlich voll. Also richtig groß. Sehr viele Autos, ja. So, wir sind jetzt angekommen hier in Brindisi. Und wir wollten uns eigentlich so eine Burg angucken, aber es ist ein Militärstützpunkt, also konnten wir das nicht tun. Aber wenn ihr zum Beispiel gerne ein Militärschiff euch anguckt, hier am Hafen, ist richtig schön. Es ist so ein kleiner Hafen, man kann hier schön spazieren gehen. Und es erinnert uns ein bisschen an Cartagena, da wo wir leben. Und wir werden jetzt eine Kleinigkeit essen. Hier ist nämlich ein schönes Restaurant direkt am Wasser. Dann gehen wir noch einmal durch die Innenstadt, da ist noch eine schöne Kathedrale. Und dann geht es auch schon weiter nach Ostuni. Wir haben uns jetzt hingesetzt und haben ein schönes Restaurant gefunden. Wir sind direkt am Wasser hier in Brindisi. Und das Schöne ist, es sind eigentlich nur Italiener hier. Ich glaube, wir sind fast die einzigen Touristen. Und hier gibt es Plätzchen für zwischen 5 und 10 Euro. Also können wir euch absolut nur weiterempfehlen.
Wir sind jetzt hier an der Promenade von Brindisi und das Schöne ist, man kann hier einfach schön spazieren gehen. Und auch da, wo wir gerade essen waren, da sind auch riesengroße Militärschiffe an uns vorbeigefahren. Also ich kann jetzt wirklich mal empfehlen, einmal hierher zu kommen und eine Runde durchs Dorf zu drehen, durch den Ort hier. Man darf nicht in der Altstadt parken, aber wir haben direkt vor dem Tor oder vor einer der Eingänge geparkt. Das war auch ziemlich einfach, weil heute nicht so viel los ist. Und jetzt gehen wir rein und wir werden uns das Ganze mal angucken. Um nicht so viel Zeit zu verlieren und nicht so viel mit dem Auto rumzufahren, gucken wir vorher mal auf Google, was für öffentliche Parkplätze oder Parkhäuser es gibt. Ob die auch umsonst sind oder ein Parkhaus, das man auch bezahlen muss, das kommt drauf an, weil wir glauben nicht, dass wir hier zum Beispiel länger als 2-3 Stunden sind, weil das ist nicht so groß. Mal sehen, was uns hier gleich erwartet. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade einen Parkplatz gefunden in einer Straße, da muss man nicht bezahlen. Da konnte man sehr gut parken. Und das Gleiche machen wir in jeder Stadt, wo wir hinfahren. Also wir gucken immer vorher auf Google, wo man parken kann. Und dann fahren wir auch direkt zum Spot und sparen so Zeit. Wir sind jetzt hier in Ostuni, haben direkt am Eingang geparkt und das Ganze ist schon so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an Santorin und Mykonos, so ein Mix aus beiden, die Treppen von dem Labyrinth von Mykonos und dieses, das alles hier so weiß, das ist auch so ein bisschen wie Santorini, man kann sich hier echt gut verlaufen, zieht euch einfach Sportschuhe an, denn hier sind ganz schön viele Treppen. Wir haben uns eine kleine Pause hier gegönnt in Ostuni und genießen jetzt hier ein paar Erdbeeren. Miki hat einen leckeren Kaffee und für uns geht es gleich weiter Richtung Stranddorf, denn da haben wir heute Nacht unsere Unterkunft gebucht und da werden wir auch noch nachher eine schöne Runde spazieren gehen. So, wir sind in Ostuni fertig, waren noch schnell in einem Supermarkt, haben uns ein bisschen Wasser geholt und was Süßes und wir fahren jetzt noch an 2 Strandorte, aber dann nehmen wir euch mit hin und zeigen sie euch. Danach geht es direkt ins Hotel und dann gehen wir heute Abend noch schön Abendessen. Wenn ihr in Ostuni seid, einfach rechnet so mit 1 bis 2 Stunden. 2 Stunden ganz gechillt, könnt ihr dann durch alle Straßen gehen und auch euch hinsetzen und noch was Schönes trinken und den Blick genießen, denn die Aussicht von da oben lohnt sich wirklich. So, wenn man von Ostuni kommt, nur 10 Minuten weiter ist man direkt am Wasser und ihr habt hier 2 schöne Strandorte, wo man im Sommer richtig schön baden gehen kann und das hier hinter mir ist gleich der erste. Wir befinden uns nämlich hier in Spaggia di Torre Pazzella und man kann hier direkt parken. Davon haben wir auch so einen schönen Turm und da gehen wir jetzt mal hin. Also das ist jetzt nicht so der typische Strand, den man so vielleicht im Kopf hat. Es ist schon so eine Art wie Heide, die man hier so sieht. Und hinter uns ist dieser Turm, da darf man aber nicht reingehen. Der ist also von draußen gesperrt. Aber irgendwie so, wenn man auch mit Kindern herkommt oder mit dem Fahrrad, kann man ja wirklich eine gute Zeit haben, weil das so ein natürlicher Weg ist. Man kann von da hinten bis da hinten komplett einmal rüber fahren oder zu Fuß gehen. Ist ganz schön hier. Ein langer Tag hier zu Ende. Wir haben echt viel gesehen. Wir haben uns jetzt kurz umgezogen und frisch gemacht und sind jetzt in einem Restaurant hier direkt am Strand gekommen. Ungefähr 3-4 Minuten von unserem Hotel, von unserer Unterkunft entfernt. Und wir werden jetzt hier schön zu Abend essen und melden uns dann morgen wieder. So, das war unser allererster Tag hier in Apulien. Morgen geht's weiter. Wir fahren erstmal nach Locorotondo, Alberobello und noch viele weitere Orte. Schaltet auf jeden Fall ein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und kommentieren. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Vlog. I'm not